Sonntag, 12. Juli 2015. Seit 688 Tagen warten Tierarzt und Elefantenpfleger auf die Geburt von Yashodas Elefantenkälbchen. Noch 2 Tage, dann wäre die normale Tragzeit überschritten. Die Geburt würde dadurch nicht einfacher, auch wenn die Leitkuh ihr 5. Kalb erwartet. In der Regel dauert eine Geburt bei den großen Dickhäutern viele Stunden. An diesem Abend hält Elefantenpfleger Robert Schieritz Wache. Er behält das Geschehen in der Freilaufhalle im Auge, um Kollegen und Tierärzte rechtzeitig informieren zu können. Die Anspannung der Tiere ist zum Greifen nah. Doch dann geht alles ganz schnell und nach wenigen Minuten rutscht das Elefantenkälbchen in die Welt. Ganz plötzlich kommt Bewegung in die Herde. Das lautstarke Trompeten zeigt die Aufregung der Tiere. Doch die Bilder machen schnell deutlich, hier ist gerade ein gesundes Mädchen zur Welt gekommen. Eine Riesenfreude für den Tierpark. Liebevoll wird der kleine Dickhäuter von Schwester Candy und den übrigen Familienmitgliedern aufgenommen und vorsichtig umsorgt. Sogar bei den ersten wackeligen Gehversuchen sind sie mit Rüssel, Kopf und Beinen zur Stelle. Allen voran die 12-jährige Schwester Candy, die selbst noch in diesem Jahr ein Kälbchen bekommen wird. Mit diesem kleinen Wesen ist Hagenbeck seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, eine Elefantenherde aus verwandten Tieren aufzubauen. Mit einer Schulterhöhe von rund 1 Meter passt das kleine Mädchen perfekt unter den Bauch seiner Mutter, wo es sicher aufgehoben ist. Die übrigen Familienmitglieder weichen nicht von seiner Seite. Und nur kurze Zeit nachdem der kleine Dickhäuter einigermaßen sicher steht, beginnt er auch schon seine Umgebung zu erkunden. Und da warten in den kommenden Wochen noch so einige Überraschungen.